Ah, und je weiter die Rohre sind, desto niedriger wird die Temperatur. Nicht zwangsläufig, wenn es still steht, ja, so wie jetzt. Wenn es aber fließt durch das Kraftwerk, ist der Idealwert 100 Grad. 100 Grad Wasser sollten im Kraftwerk sein. Rohre kühlen nicht ab, also die Länge ist überhaupt kein Problem erstmal. So, und jetzt setzen wir hier. Natürlich habe ich es jetzt platztechnisch verkackt. Aha, ich sehe gerade, Hol der mal Eisen. Greifarm ist zu langsam. Der kommt in die Ecke nicht Ach rein. so, weil er an der Ecke steht, war? Ja. Lol, habe ich gar nicht drauf geachtet. Jetzt hat er. Ja, sowas muss man bedenken. Yep, der Greifarm war zu langsam und konnte es nicht durch die Ecke da. Hol mal Eisen ran, bitte. Was, wie groß? Das Yep, das ist nur macht eins. Später Strom? haben wir etwa 20 Stück davon. Also wenn wir großflächig denken, haben wir 20 Stück davon in einer. In einem Basisteil. Was ist es jetzt noch? 92 Grad? Egal, stell mal deinen ersten Strommast auf. Stell den mal ans Kraftwerk ran, damit das Kraftwerk einen eigenen Strommast hat. Und von da aus können wir alles mit Strom versorgen. Ist lustig, Kupfer brauchen wir. Echt? Ja, Was? Kupferkabel. Ach, ja, brauchen wir. Ach. Echt? Ich habe erst nur ein Safe-Game. Ich habe nur ein Spiel gespielt, aber das halt jetzt, weiß nicht, 40, 50 Stunden. Hast du noch einen Ofen? Nee. Oh, warte, ich kümmere mich darum. Nee, Moment, ich hab Stein. Ach ja, und die Spitzhacke verbraucht sich. Ich musste irgendwann eine neue herstellen. Man kann sich auch eine Eisenhacke später und Stahl und bla herstellen. Ach so, Moment. Wir haben, ach so, ja, wir brauchen trotzdem. Ja, ich mach mal die Arme. Oh, hier ist eine Ecke. Ach ja, was auch ganz wichtig ist eigentlich. Komm mal her. Achte mal darauf, auf welcher Seite das Kupfer rauskommt. Es bleibt ja auf dieser von, auf meiner Seite, also der rechten Seite, ja, läuft es. Das Band hat zwei Seiten. Es hat eine linke und eine rechte Seite. Die vermischen sich nicht. Das heißt, du könntest auf einem Förderbrand theoretisch zwei Materialien parallel zueinander laufen lassen, um damit eine Maschine mit zwei Materialien zu versorgen. Du verstehst? Also gesagt, man kann die Wände dann so anordnen, dass oben Kohle und unten Eisen. Dann befüllen die sich mit Kohle und Eisen gleichzeitig. Wenn man das machen Ich würde. mach mal. Nein, ich wollte nicht alles rein. Aber jetzt haben wir das Problem, dass das Ding nicht zu unseren Feuerkohlendinger geht. Ja, nur mal kurz, damit du das. Theorie. Das ist interessant. Und dann könnte man so gesagt So, sagen, das ist taktisch wertvoll. dass man so gesagt das in die Kiste macht und aus der Kiste dann auf dem Förderband auf die zweite Seite sozusagen. Du kannst dich völlig austoben. Ach so, weil das ist halt wichtig zu wissen jetzt. Du hast schon mal zwei Seiten auf dem Förderband. Der zweite Fakt ist, dass die Greifarme auf die gegenüberliegende Seite ablegen. Das Also heißt, wenn die diese greifen, Greifarme hier die Kohle, Moment, das die hier heißt, die Kohle runternehmen. die nehmen also nur von hinten und von vorne nehmen sie nicht. Nein, ich glaube, von vorne nehmen sie bevorzugt. Also nehmen von vorne, geben nach hinten. Aber es ist egal, von wegen von nehmen, weil die können von beiden, die nehmen, wenn sie brauchen, von beiden Seiten. Denen ist egal mitnehmen. Aber geben, ganz wichtig, auf der hinteren Seite. Weil du könntest jetzt, das mache ich jetzt auch mal vor, auf einen auf. Oh, ich fühle mich wie Löwenzahn.
So, ich hab mal. Ach so, ein kaputter Loop. So, du siehst, wir haben hier eine Schleife. Die laufen jetzt immer auf der Innenseite lang. Was irgendwann ein Problem ist, weil wenn das Band voll ist. Ich mach's mal vor. Ja, dann kommt nichts mehr raus. Richtig. Also man könnte nichts mehr aufs Band legen. Jetzt hat man aber den taktischen Kniff. Das ist Trick 17. Man zieht das Förderband raus, dreht es um und schiebt. Nein! Zu früh angesetzt. Du musst immer die Platz beibehalten. Und schiebe es jetzt damit von der Innen auf die Außenseite, weil ich es ja auf die Außenseite raufschiebe in diesem Fall. Das heißt, in dem Fall würden unsere Greifer jetzt. Wenn die rauslegen, auf die Außenseite legen. Nur mal so. Ach so, ja, und dadurch kann sich's eher vermischen und das Band ist gleichmäßig ausgelastet. Heißt so viel, wir nutzen jetzt beide Seiten einfach nur. Was man grundsätzlich macht, das heißt, wir werden diesen Kniff gleich für das Kohlevorkommen hier anwenden. Damit das Kohleband, was das hier ja eigentlich ist, das experimentelle Band, was ich hier ja gerade ausprobe, dass das immer mit Kohle auf beiden Seiten gefüllt ist. Und irgendwann nervt. Anfangs ist noch ganz lustig, dass man auf Förderbändern laufen kann und darauf halt geschoben wird. Aber irgendwann zackt es nur noch, weil es du kannst nicht mehr ruhig stehen, um zu bauen oder irgendwas umzusetzen, wenn du irgendwann eine Riesenbasis hast und überall Förderbänder sind. Du bleibst kurz stehen und wirst ans andere Ende der Map getragen. Ich will mal nur mal kurz AFK. Sup, wo bin ich? Das mache ich irgendwann mal. Wenn du auf K bist, kann ich dich. Das wäre ja lustig, wenn ich dich anschieben könnte, würde ich dich auf ein Förderband schieben, wenn du Kaffee machen gehst. Doch, könntest du machen, wenn du direkt unter mir ein Förderband setzt oder so. Ach ja, Dann könntest du mich. natürlich. Nein, warum habe ich es gesagt? Der schiebt mich denn gleich zu einer Alien-Basis oder so. Was? Nicht in der Ah. Mitte stehen. Nein, jetzt habe ich. Kacke. Ha! Nein, nicht schon wieder. Naja, das musst du noch ein bisschen üben. Aber ja, auf jeden Fall kann man ziemlich viele. Ach ja, guck mal, komm mal her, weil ich gerade zufällig die Konstellation gebastelt habe. Sagen wir, du möchtest von links, so wie ich jetzt stehe, du möchtest von links und von rechts Materialien zuführen. Das Yep, heißt, ich wir sehe würden es. sagen, links landet eins auf der linken, eins auf der rechten Seite. Yep, zum Beispiel, wenn man dran hier irgendwelche Maschinen bauen will, dann kommt auf der einen Seite Ja, Kupfer und wir die anderen dann Zahnräder richtig. oder so. Nee, gar nicht. Erstmal anfangen werden wir erstmal Kupfer und Eisen. Wir werden gleich oder bald so ein Platz, so ein Ball, Belt. Ja, genau, ist ein Belt. So ein Ding anlegen und da wird auf der einen Seite Kupfer und auf der anderen Seite Eisen sein, weil das die Grundvoraussetzung für alles ist. Das heißt, es wird unser Main-Ressourcenband, was quer durch die Map gehen wird oder durchs Gelände und halt alles versorgen wird. Das wird unsere Hauptschlagader. Reicht anfangs ein Mixed Belt, eben von zwei Seiten befüllt, reicht erstmal für Forschung bis Stufe 2, eigentlich sogar bis 3. Locker. Wenn man genügend Material nachschiebt. So, ich gehe mal kurz nach dem Eisen gucken. Ach so, jetzt ist das Ziel, So. geh mal in dein F-Menü, also ins Und Herstellungsmenü, Inventar. ja, ich habe jetzt Strommasten gemacht.
Schließ mal das Kraftwerk an einen Strommast an. Du siehst, wenn du einen Strommast setzen willst, hat er eine blaue Fläche. Du kannst beim kleinen Strommast maximal zwei Kästchen Platz lassen, sonst reißt die Verbindung und die sind nicht verbunden. Das heißt, setz mal eine Pole halt hier in Reichweite des Kraftwerks, damit das Kraftwerk Zugriff auf die Pole hat. Genau. Und jetzt daran kannst du ein zweites anschließen in meine Richtung. Mach das mal. Zieh mal hier rüber Strom an unser Erzvorkommen, damit wir hier Erz fördern können, elektrisch. Stelle ich schon mal ein paar Erzförderer her, aber die elektrischen Dinge können wir nämlich effizienter, schneller, besser etc. Das meinte ich. Das ist nur vom vorübergehenden Setting, bis wir halt Strom und mehr haben. Ne, geh mal in die großen Felder. Eins ans Kupfern im Norden und eins ans Eisen im Süden. Da werden wir jetzt richtig aufbauen. So, aber so kleines Zwischendurch lassen wir wahrscheinlich stehen und werden zwischendurch immer mal looten aus der Kiste. Das habe ich gemacht, oder man schiebt's mit aufs Förderband. Egal, sehen wir gleich. So, ich baue mal einen Erzförderer. Ach ja, guck dir noch Stopp, jetzt, wie genieße kriege ich jetzt noch das? die schönen Bäume. Moment, kriege ich das irgendwie weg? Baumenü? Rechtsklick. Oh nee, Q, glaube ich. Ah, perfekt. Ja, ich hab's weggemacht. Ja, mit Rechtsklick, aber das weißt du ja bestimmt schon. Kannst Sachen wieder entfernen. Nee, weiß ich gar nicht, ob du es weißt. Jupp, schon gemacht. So, das heißt, wir gucken jetzt möglichst effektiv, zum Beispiel so. Und so, setzen wir zwei Förderer. Moment, ich versuche mal den Strommast anzupassen. Nein, die Verbindung ist nicht weit genug. Boah, Kacke, echt ein Zentimeter, der fehlt. Bau mal zwei Erzförderer, elektrische. In Bau. Und dann guck dir an, was ich hier gemacht habe. Können wir schon Lichter herstellen? Nee, können wir nicht. Boah. Wir können irgendwann Lampen halt herstellen und so, damit hier unsere Basis beleuchtet ist. Ah ja, das kann man auch mit Stein machen, richtig. So provisorisch. Erst zwei Stück gleich. Doch instant voll. Warte, ja, wir wollen vernünftig vorgehen. Und guck mal, was ich jetzt mit dem zweiten mache. Das schiebe ich halt gleich auf die Seite. Das heißt, wir haben instant ein volles Belt Rohkupfer. Das lassen wir jetzt ruhig voll laufen und dahinter werden wir gleich unsere Fabriken irgendwie stellen. Müssen wir uns gucken, wo Oder wir was erstmal eine stellen wollen. Kiste. Weil irgendwann ist es voll. Nee, Erz ist lohnt nicht. Wir werden es gleich verfeuern. Dazu kommen wir gleich. Das gleiche machen wir jetzt hier unten. Bau mal zwei Dinger. Also bau mal eins. Und dann siehst du einen In grünen welche Richtung? Untergrund. Du könntest sie gegenüberliegend, also wahrscheinlich hier so wie ich stehe, gucken auch einen rausspucken lassen. Ich gucke nach mir. Musst du weg. Und den anderen wahrscheinlich auch. Ja doch, hoffe. Eben hier. Dann haben wir es sogar identisch, glaube ich, wie oben, ja. Nach oben rausspucken. Nee, mach mal nach rechts. Also Warte, nur mal Platz. beide in eine Richtung gucken. Ja. Und dann machen wir jetzt oben das gleiche, unten das gleiche wie oben. Da ist, boah, die Fließbänder verbrauchen so viel Eisen.
Ja, letztendlich legen wir jetzt hier, ne, den großen kannst du nicht. Weil verbinden wir die, ne, warte, wir verbinden die nicht direkt. Wir machen es gleich wieder, so wie oben. Wir lassen das eine von der Seite kommen. Hier, so kann man kompakt, das ist die kompakteste, ups. Nee, hätte es eigentlich So beilassen viel müssen, dazu. glaube ich. Ja, du musst eins zwischenlassen. So, das ist die kompakteste Bauweise für diesen Turn, also um zwei Bänder zusammenzufügen. Du musst immer hier auf meiner Höhe immer zwei Felder bevor die Kurve, also immer ein Feld vor der Kurve. Da ist ein Stein im Weg. Nö, letztendlich würde ich sagen, lass uns mal hier nach links weiter ausbauen. Eben nicht nach oben, sondern wir werden hier gleich nach links eine lange Linie ziehen, vielleicht sogar bis zum Wasser und oben das gleiche mit Kupfer machen. Und dann stellen wir da dran eben Öfen ran. Genau, stell mal Öfen her. Du hast gerade den ganzen Stein. Ich kümmere mich um die Förderbänder dorthin. Gib mir all dein Eisen. Ach nee, du brauchst auch Eisen, oder? Nee, brauchst du gar nicht. Gib mir all deine Eisen. Hab nicht mal Eisen. Was sollte ich Ey, herstellen? diese Dimension. Ich kann mir neun Förderbänder herstellen. Ich habe gerade alles gelootet. Neun. So. Später, wenn du halt in tausender Einheiten rechnest, ist das alles Pillepalle. Da stellst du dir mal eben so 200, 300 Förderbänder her, damit du erstmal wieder einen Stack hast zum Bauen. Ich habe jetzt vier Öfen. Sehr schön. Bau mal befeuerte Erzförderer dazu. Ah, sehr schön, du hast die Produktion umgestellt. Sehr clever. Wie soll ich das machen? Ich habe ja kein Eisen. Ach so, dann nimmst du hier halt, nimmst hier raus. Wir Fabriken produzieren ja die ganze Zeit. Ich sorge hier für Kupfernachschub, für Eisennachschub, weil Eisen ist jetzt erstmal das Wichtigste in der Phase. Feuerte Erzwürder und was machen wir damit? Damit werden wir gleich, so wie hier, wir werden genau das Setting, was wir hier haben, da drüben jetzt bei unseren Erzfeldern hinbauen. Wir haben doch Nur da aber halt schon gefördert elektronisch. vom. Ach ja, boah. Ja, nein. Ja, nein. Nein. Warte. Warte. Es geht darum, wir müssen ja jetzt Öfen herstellen. Die werden grundsätzlich mit Kohle versorgt. Jetzt könnten wir, um Strom zu sparen, da man Kohle anfangs eigentlich im Überfluss hat, befeuerte Greifarme Du, verwenden, Moment, damit. stopp! Da kommt keine Kohle hin. Ich sehe es. Da sollte man einen Loop hinbauen. Ah, ja, das geht natürlich auch. Sehr schön. Ach so, warte, dann lassen wir das sogar hier. Und stell mal hier zwei befeuerte Erzförderer hängen, damit die das Ding mit Erz, ebenfalls mit Kohle versorgen. Einer reicht, oder? Nee, du musst für jeden einen hinstellen. Moment, da. Nee. Hast da wieder ein Dings? Ja, jetzt geht's. Theoretisch klappen, oder? Mit nur einem. Nee, weil jeder Befeuerer braucht einen eigenen. Du kannst nicht kombinieren. Du musst zwei jetzt hinstellen. Für jede Maschine einen eigenen Befeuerer. Also Greifarm, befeuerten Greifarm. So. Sind wir Wir weg. machen das auch jetzt alles nicht elektrisch, weil wir halt Moment. Strom sparen. Kohle haben wir in dieser Stage im Geh Überfluss. weg, kann ich bauen. Achso. Nee, du was? Achso, gleich. Nee, warte, heb dir das Du auf. Den nehme ich mir mal mit. hast doch gesagt, zwei für jeden. Also Ach einen für so, jeden. Förderer. Habe ich echt Förderer gesagt? Ja. Fuck, ich höre mich gerade Förderer sagen. Ja, ich habe Förderer gesagt. Tut mir leid. Ah. Ich war gerade. Greifarme. Ich rede von Greifarm, verdammt. Boah, meine Fresse, ey. Jetzt. Ah, Ja, läuft jetzt hier. verstehe ich, was du meinst. Ja.
Du gesagt, was die nicht nehmen, nehmen die denn und ja, jetzt ist es Genau, befeuern sich vollautomatisch. selbst und hier oben wird gefördert. Wir könnten jetzt sogar, weil wir so klug sind und das auslasten gleichmäßig,